The visit of the abandoned site in today's episode was a particularly intense experience. This time the adventure lured us deep underground. While we've explored this abandoned mine, our patience was sorely tried. For several hours, we've wandered about in this tremendous subterranean labyrinth until we had our first concerns and later some complications. Ja, mein Problem, der Empfang geht nicht mehr. Hallo, seid ihr noch da? On day 4 of our road trip, we arrived in Luxembourg. Finally, it's almost like paradise for urban explorers. And we wanted to start with a real highlight right away, an abandoned iron mine. We met with some locals who have visited the site already 2 times. Together, we risked the descent into the dark underground. As absolute mine exploration newcomers, we wanted to cover our bags and started to draw a map. We knew that a huge maze is awaiting us and we surely didn't want to get lost in the pitch black tunnels. Ja. Es geht einfach 3 Meter runter. Also immer schön auf den Boden. The temperature everywhere down here was like 12 degrees Celsius. So it was warmer in the underground than outside of the caves. Obviously, the mine was the winter habitat of some bats. When we've entered this place, we saw some of them, hibernating upside down. Emo, was? Willst du da jetzt lang gehen? Ich habe keine Ahnung. Also, es geht überall jetzt noch weit. After a while, we realized that our idea of mapping this mine wasn't an optimal solution. Since the tunnels stretched for miles on many different ways and levels, our backup became more and more confusing. And without map, we would be screwed down there, and certainly weren't able to find all the way back. Sortie, das geht aber. Das S, der Pfeil geht in die Richtung. Jo. Was, und da sind wir hergekommen? Ja. Ist ein Parallelweg. Der Eingang war da. Ach, das ist gar nicht. Okay, ich verstehe. Das ist gar nicht der ganz am Anfang die Kreuzung. Ist ein Parallelweg davor. Wir sind hier rein. Ne? Hier sind wir umgedreht. Hier wollten wir erst reingehen. Dann sind wir hier zurück und dann sind wir hier rein. Ihr seid doch nicht gerade bis hier hinter, weil hier war keine Abkreuzung mehr. Thank you.
Kommst du zurück? Ja, hundertprozentige Sackgasse, ich komm zurück. Alles klar. Gehen wir jetzt zur Leiter wieder? Ja. Wieder hoch. The rotten wood braces hadn't any calming effect at all too. The man-made protection was completely rumshackle by now. Some of the braces just lay on the ground. Ladders fall apart just by touching them. Well, at least the mine hadn't collapsed. Yet. Nicht, dass wir hier den Minengott erzählen. Ja, was wir letztens, da war eine Leiter, also vorhin war kein Leiter, also es kommen noch zwei Leitern unten, aber die oben hat gefehlt. Da sind wir die Suchen gegangen, haben die mitgenommen und die war in so einem Dings angeklemmt. Dann mussten wir das hochheben und oben sind dann kleine runtergefallen, als wir es hochgehoben haben. Das Geräusch, wenn die Steine runterfallen, das ist zurückgegeben. Vielleicht sind wir hinter dem Punkt, der da zusammengestürzt ist. Occasionally we stumbled upon remnants of other people. So at least this showed us that we weren't the only ones venturing into the deep tunnels of this mine. Was das? Ja, da geht es auch noch hoch. Da siehst du auch noch eine obere Etage. Steck hoch. Ah, da waren wir letztens oben, als wir das erste Mal hin waren. Jetzt gesagt, ja, wie sind da. We made very slow progress. We had to stop at every fork in the path and note it on our map. Occasionally, some of the others used this idle time to move further along and explore the next possible ways. Probably the group shouldn't split up in that kind of situation at all. For us, who were left behind, that could be, well, let's say, unpleasant. Ja, mein Problem. Wir empfangen die nicht mehr. Hallo, seid ihr noch da? Hallo? Ja. Ach Gott, danke. Wo seid ihr? Seid ihr mal schon ausgelaufen? Ja, haben Sie wieder recht und das ist wahrscheinlich dann ja. Die... Weil du siehst ja hier, das sind alles diagonal. Genau.
Deswegen. Kann gut sein, dass wir da. Ja, doch, da ist ja ein grüner Pfeil. Einfach, dann kommen wir da wieder auf den Weg zurück. Stimmt. Our march through the awfully long tunnels, which lasted for hours, had one destination. Somewhere deep underground, there are said to be mining vehicles, which are over 50 years old. Back then, they were left behind by the miners when the site has been abandoned. So, we kept an eye out for broad roads for the vehicles. However, by looking for some clues, we found something different instead. Hallo? Was ist los? Das hier, glaube ich, gehört zum Museum. Das Museum? Ach, das Museum der Luxemburger Minen. Alles klar. Auf und out. Das sieht die Mine direkt anders aus. Heißt andere Mine sozusagen dann? Ich glaube es doch. Schwarz, würde ich sagen. Echt so wirklich, oder? Ach, schaust du nach dem grauen Loch. Er sagt, da sind schon viele Menschen herumgelaufen, viele Fußspuren. Die machen sozusagen Führung durch diese Minen? Durch die kompletten Minen, also durch die kleinen Teile, durch die noch offenen Teile der Minen. Okay. The Mining Museum contains several former mines, which can be visited by tourists. And it seems like we had accidentally just found one of them. Ich frage mal, wie alt das ist. Was glaubst du, wie alt sind die Spuren? Nee, die Schrift. Und wie alt ist die Schrift? Ja, die Schrift, die ist uralt und die ist in die andere Richtung. Aber das ist ein breiter Gang. Sollen wir zu dir kommen? Ja, könnt ihr vielleicht einer meinen Rucksack mitnehmen, bitte? Aber Luca ist noch oben. Alles klar. Hier geht's bergauf wieder. Ja. Geht's da weiter? Hier geht's bergauf vor allem. Aber wie? Was ist das? Hier geht's einfach. Sieht aus wie eine Rodelbahn. Well, we couldn't spot any exhibits at all. However, what we have found were old structures built by the miners. It felt like we would come closer and closer to our destination. And finally, we found some tracks of huge vehicles. Ja. Na, sieht doch schon so aus, als würden wir unserem Ziel näher kommen. Fucking Bagger. Wo sind denn die? Oh, ist doch einfach so riesig. Die? Und sind wir hier lang? Ganz runter, wo wir vorher hochgeklettert sind. Und dann... Ja, das ist so hoch, runter, hoch, runter. Ja, genau. Das stimmt schon. Aber es ist trotzdem dann nochmal eine Leiter hier. Da geht's wieder auf Ebene 0.
We have been down here in the darkness for several hours already, and we were dog tired. But now we were overmotivated, which led to a crucial mistake. Every one of us wanted to be rewarded for the pains. So half of the group was overly conscientious and spread out to follow the different tracks. And suddenly, silence. Totally isolated from the outside world and a possible rescue, we had no idea where the other half of the group has gone. Hallo? Noch da? Okay, wartet mal, ihr bleibt mal genau hier und ich hol die ein und sag dem Bescheid, dass ihr zurück. Wirklich? Ja. Fortunately, all turned out well. Everyone had been found. Although it felt like we were so close to our destination, we decided to go back. Our map became more and more confusing, so it was a sound decision to abort and return. At this time, we have been underground for 4 hours already, and we've spent 3 of them on one single level and hadn't even seen everything of it. So eine Spaltung, da sind wir halt vorbeigegangen, bei hier ist zu. Okay, und wo ist die Brücke? Die ist dann, also ich habe dann hier ein Symbol gemacht, die sind dann hier halt lang. Dann müssen wir dann halt, hier kommt dann die Brücke. Also im Prinzip musst du das kleine Stück hier dran setzen. Thanks to the map, we were able to find the exit easily. We were covered in dirt and needed around 45 minutes for the way back, without any break. Hier ist der Drehpunkt, ja. One step away from the exit, we met another group of explorers. They just started their adventure, while we finished ours. After roughly 5 hours in the underground, we were relieved when we finally saw sunlight again. Zu zweit auf ein Fahrrad und go! Wir sind aber leichtsinnig. Totally finished, we noticed that we've walked only 9 kilometers, according to the pedometer. That seemed far too less to us. However, main thing for us was that we were still alive. The exploration of this mine was definitely a unique experience for us. If you aren't tired of this abandoned mine yet, you should visit the YouTube channel of Urbex Luca. He has uploaded several videos of this site. In the next episode, we will go in the underground again. This time, we will visit an abandoned bunker in France. So, stay tuned.